Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Varo 3 und wir joinen direkt auf den Server. Ja. Jo, ich... Das ist die 10. Folge und ich bin drauf. Ja. Nehme ich kurz das Wasser mit. Wir haben heute vor, zu einer gegnerischen Base zu gehen, um da Melonen zu holen. Deswegen nehmen wir jetzt einen Stuff, den wir brauchen, mit. Und wollen wir auch die Kisten abbauen, also die Base abreißen? Wir können ja wieder zurückkommen eigentlich. Ich weiß nicht. Irgendwie so. Hast du noch Gold? 6 Gold habe ich bei mir. Okay, dann gib die mir mal. Also Erz oder? Nee. Band. Nehmen jetzt noch ein bisschen Sachen raus. Lapis, Fackeln. Stimmt, wir nehmen einfach eine andere Base. Also wir müssen jetzt was anderes. Ja. Das Effizienzbuch kann ich drin lassen. Die Lava nehme ich noch mit. Das kann ich noch Redstone mit. Redstone, die weiß ich mal. Obwohl, Harnisch brauchen wir gar nicht mehr. Uhr auch nicht. Wie kann ich das wieder weg tun? Die Rüstung brauchen wir alles nicht, ne? Gesundheit. Danke. Die Bücher nehme ich auch noch mit. Wohl, und das Helm und so, ich habe jetzt einen Schutz 3 Helm. Okay, Hose. Wer nimmt halt den durch? Also nur Schuhe und Harnisch nicht mitnehmen, die brauchen wir ja nicht mehr. Okay, dann sollen wir die Kisten verbrennen. Warte, Holz nehme ich noch mit. Ich verbrenne mal die Kiste, also ich zerstöre das mal alles hier. Achtung! Achtung! Sprengung! Ja, lauf mir bitte nicht schon wieder in den Weg, das ist nicht gut. Hehehe. Ich leckt irgendwie gleich. Oh mein Gott. Ich wollte nur das Eisen noch treffen. Aua. Egal. Hier geht's lang. Kommst du mit? Oder bleibst du hier? Ne, ich bleib hier. Also wir müssen auf jeden Fall an diese gegnerischen Welt kommen, das ist aber nicht schlecht. Koordinaten können wir jetzt ja zeigen. Das ist ja nicht mehr unsere Base. Ja. Kann jetzt jemand anderes nehmen. Sorry. Wie viel Schaden habe ich gemacht? Eins. Ein Herz. Oh Gott. Hat eigentlich schon recht gut. Alter, was ist denn hier los, Mann? Will der raus? Ja, wir haben halt ausgelöscht. Ich zeig dir den Weg nach draußen. Das ist aber nett. Der Weg zur Freiheit. Und du letzte Mal nicht genommen hast. Ja. Bin ich nicht beleidigt. Warte, ich hab grad kein Baumaterial, dann nehme ich jetzt Holz. Ja. Wetter habe ich noch. Hier. Ja, was ist hier? Ey. Hier ist der Weg nach draußen. Hier, hochstecken oder was? Nee, brauchen wir gar nicht, weil hier ist ja... Spinne will uns verarschen, so. Unser Weg. Okay. Wie viel Steaks hast oder wie viel Essen hast du noch? Ich hab 33 Steaks und 11 Hammelfleisch. Ich hab 31 Schnitzel. Okay. Warte, das war... Ich hab nämlich Koordinaten, wir müssen gerade auslaufen. Und... Ja, und ein bisschen in die andere Richtung. Nee, nicht scharf, ein bisschen mehr. Ah, leicht. Okay, also 200 Blöcke nach links, also in die Richtung. In beide Richtungen bei 200 Blöcke. Ja. Eigentlich schon, okay. Ups. Ey. Ich schlag hier mal den falschen. Das ist der Pfeile bei mir. Das war jetzt das Falsche, was ich da eingeblendet habe. Okay. Das muss ich auf jeden Fall zensieren. Okay. War nämlich die Server-IP. Ja. So. Okay. Das musst du auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Das musst du auf jeden Fall tun. Ja. Aber wirklich. Ja. Wirb das Skelett mal. Nervig. Das regt jetzt schon wieder, ich kann keine Dinger hier. Mit Lava und so. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu den Koordinaten, ich bin auch gerade unterwegs. Ich bin, wir müssen zu 500... Also ich bin gerade gar nicht mehr bei dir, glaube ich. Ja, wir treffen uns bei den Koordinaten, also. Ja. Wir müssen über das Wasser, das ist steht immer noch das Skelett. Ich glaube, ich bin jetzt auch bei Wasser. Nice. Das sind Schweine, die hole ich mir jetzt noch. Hier ist auch noch ein Skelett am Start. Ist das in einem Sumpf? Nee, hier sind Schleime, aber die brauchen wir nicht. Oder brauchen wir okay, Schleim? Die eine Koordinate habe ich jetzt erreicht. Okay, müsste da hinten sein irgendwie. Wer ja, da schon auf dem Holzblock, ja. Sehr unauffällig. Ich hoffe natürlich, dass da die Melonen sind. Weil wir möchten gerne Melonen haben. Ist Biom? Ah, ich bin Holzblock. Ja, wir möchten gerne noch in den Nether, um uns Heiltränke hier machen zu können. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Koordinaten vom Spawn. Okay, man kann die ganz. Okay, nice. Okay, sie haben hier nichts abgebaut. Die Melone ist da. Lass alles abbauen, also ja, wir nehmen alles mit.
Wir machen da jetzt zwar keine Lava hin, weil wir das auch nicht dürfen, aber wir machen halt ja genau Zuckerrohr und alles. Alter, was wir bonzen. Ach, es geht. Das mach ich mal weg, bevor es noch heiß ist. In den Öfen, da ist noch Kohle drin. Die schmeiß ich raus, weil ich keinen Platz mehr habe. Dann nehme ich das einfach. Ich nehme den Sand mal mit. Oder ich mache ihn auch weg. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt, aber ich glaube nicht. Ich asozial. Eigentlich richtig asozial, aber egal. Ja, wir müssen jetzt zu unserem Vorteil nutzen. Sein. Was haben die denn hier? Ach, denn auf dem Lohn haben die. Ja, die haben hier. Okay. Das zurückgehen. Das Wasser weg. Okay, das Wasser. Können wir die Öfen abbauen? Ja, theoretisch schon. Komm mit. Das hochgehen. Ja. Wie viele Melonen hast du jetzt? Ich hab, ich hab 2 Melonenkerne und 7 Melonen. Das ist gut. Nice. Daraus kann man 21 Heiltränke machen. Ja, klar. Brauchen eh nicht so viele auf der... Wo waren nochmal die Koordinaten von vorn? Was ist das gleich noch? Ich bin fast da, glaube ich. Also das glaube ich. Ich bin, glaube ich, in der Nähe. Ich bin ja hinter dir. Im Biom her passt. Ja, ihr erinnerst du dich an die Stelle, glaube ich? Ja, doch. Das ist die Stelle. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Cool, es sieht ähnlich aus, aber es ist es nicht. Kobbel, ich glaube, ja, da ist es vorne. Original. Ach Gott. Geht damit? Erinnerungen werden wir. Juhu. Okay, ich mach mal meine Koordinaten wieder zu. So. Ach ja, was wir übrigens machen müssten, ist, ich mache einmal einen Kessel, weil man kann sich im Kessel, kann man sich löschen. Kann man da auch Wasser reinpacken, oder? Ja, in einem Kessel kann man Wasser reinpacken und da kann man sich dann drin löschen. Ja, okay, hast du eine Werkbank? Ich habe eigentlich die Angst, aber ich kann hier keine Sachen platzieren, Spawn Protection, da muss ich jetzt ein bisschen weg. Ich habe nämlich ein bisschen die Angst, es war letztens nämlich ein Typ auf dem Server, der schon aus dem Projekt raus ist und jetzt habe ich irgendwie ein bisschen die Angst, dass er halt außer einen Ziegen, bis du dir gesprengt hast. Okay, das ist ja geil, nice, okay, das ist ein Baustein mit Ding, wir können bauen, lass mal bauen schnell. Nice, wir brauchen aber ein Habe ich, 41 Stück. Was? What the fuck, wer hat das vergessen? Glas, ja, okay. Glas. Jawohl. Wir müssen gar nicht in den Nether. Jawohl. Und noch einen Amboss habe ich auch am Start. Ja, komm mit, komm mit. Lass mal da hinten den Sand. Oh mein Gott. Wir bauen uns jetzt hier eine Base. Ja, auf. Aber wir müssen es abbauen. Essen. Unbedingt abbauen dann wieder. Okay. Ich baue jetzt hier eine... Oh mein Gott, wie geil. Kiste. So stark. Geil. Oh mein Gott, ich will nicht wissen, wer das vergessen hat. Teamkiste erstellt. Kurz ein bisschen Sachen rein. Wir haben das einfach vergessen. Oh Gott, ich baue okay. In der Zeit Ding ab. Hier, brauchst du? Lass mich ein bisschen bauen, ja? Also ich kann, ich weiß ziemlich viel ich brauche Rezepte auswendig. Ja, ich kenne auch alles, also nachher. Ich kenne noch in der Zeit hier. Was wollen wir 7 Minuten. Weakness? Ich werde für Weakness, Lowness. Erstmal Heiltränke. Ja, Weakness, Lowness, Heiltränke. Okay, okay, warte, ich tue dir mal hier die Nähtrassen rein. Nimm nicht alle raus, weiß Bescheid. Ich hab keinen, ich mach noch Kabel, hab ich mit irgendwie. Ist noch irgendwas, was... Genau, Speed. Mit also auf jeden Fall auch noch Sachen, die sich positiv auf uns auswirken. Was gibt's dann noch? Außer Speed. Okay, tu schon mal Sand rein. Regeneration dürfen wir nicht machen. Ja. Oh mein Gott, was denn da? Stärke genauso wenig, das ist aber auch ziemlich viel. Deswegen kann ich gut verstehen, weil man... Ja, Regeneration ist auch nicht so viel. Vielleicht ein Viertel... So, ja, Regeneration geht so. Ja doch, klar. Aber Stärke ist übelst okay, das macht plus 260. Oder einfach mal ein OP abführen, geht auch. Kann man auch nicht sterben mit, solange man die Regeneration hat. Resistenztränke werden cool, aber die gibt's leider nicht. Die hat mal beim Goldapfel. Genau. Ich brauche eine Axt. Fahr mal ein bisschen normale, also nur Eichen. Schwarzeichen gehen auch. Schwarzeichen geht auch. Schwarzeichen auch? Aber mach Eisen? Hast Eisen für mich? Kiste. Hol und nimm die Bäume da hinten, da sind nämlich Eichen, die gehen viel, viel schneller zum Abbauen. Wo ist Eiche? Okay. Wir haben noch 5 Minuten. In der Richtung, warte. In der Richtung. Da. Ach, richtig, ja. Ja, geil, ich war richtig happy, komm schon. Hast du Gunpowder? Nee. Damit können wir Wurftränke rausmachen. Ja, hab ich hier gerade nicht. Schade. Ich mach jetzt erstmal, befüll die Sachen mit Wasser. Jetzt brauche ich Netherwurzeln da drin. Oh geil, wir haben echt viel Glück gerade. In der letzten Folge 12 Diamanten gefunden, glaube ich. Ich mache mal erstmal 3 glitzernden Lohn. Stimmt. Dann haben wir noch jetzt den Brauchschen gefunden mit den Netherwurzeln. Das ist echt geil. Okay, jetzt heißt es Braun. Ja.
Gunpowder könnten wir das noch zu Wurftanken machen, das wäre dann noch gut. Und mit dem Glowstone. Hast du Glowstone? Ja, Glowstone habe ich nicht. Soll ich schnell in den Nähte gehen? Kannst du machen, aber nimm den Kessel mit. Kessel mit. Komm her und hol den dir ab. Ich kann dir auch noch Wasser einmal geben. Also wenn du dich dann da reinstellst, dann kannst du dich da drin löschen. Ja, und wenn da Wasser drin ist. Kostet dann zwar ein Wassereimer, aber das ist besser als das Leben zu verlieren. Ja. Oh Gott. So, jetzt kann ich erstmal nicht weiter. Ich sehe ja dann plötzlich gucken, ob hier irgendwas in der Zeit. Ob hier irgendwas passiert ist. Stimmt. Ich mach mir auch mal. Ah, hier ist ein Apfel. Ein Apfel habe ich schon mal. Nice. Bring den dann mal mit. Ja, und ich weiß, dass ich schon eine Steinaxe im Inventar habe, aber ich mach trotzdem meine Eisenaxe. Okay, ich glaube, ich sollte es echt schnell in die Nähte gehen. Ich hoffe, da ist nichts Gefährliches. Oder am Spawn ist ja Ding, aber das dürfen wir nicht abbauen. Aber das kann man überhaupt nicht abbauen. Ja, können wir gar nicht. So, jetzt ein bisschen Bäume, ja? Ja. Ist es eine Falle? Das ist 100% eine Falle. Hier, was ist das Koppelding hier. Ja, dann geht er halt nicht rein. Will ich auch nicht. Den Kessel, stimmt. Ich geb dir mal den zauberischen Knolle und tu's in die Kiste rein. Ah ja, den Kessel habe ich gar nicht dir gegeben. Ups. 3 Minuten, ich kann mich schnell beeilen, ich muss mich beeilen. Apfel ist in die Kiste. Hast du einen Kessel gemacht? Kessel. Hier ist er. Nimm einen Goldapfel am besten noch mit. Nee. Obwohl. Doch, wenn da Lava ist, dann lebst du auf jeden Fall länger. Ja, der Kessel ist da, nein. Da ist ein Goldapfel, ja. Unter dir, warte. Ja, da ist ich tu mal den Ding jetzt da rein. Okay. Ich tu auch mal meinen Stärkebogen rein. Das Schwert ist nicht so wichtig. Ja, beeilen. Ja, alles gut, alles gut. Bleib ich ja schon. So. Eigentlich könnten wir theoretisch noch eine Folge hinterher aufnehmen. Dass ich eigentlich nicht weiß. Ja, aber dann müssen wir die Koordinaten zeigen. Nein, müssen wir nicht. Wir haben es gerade ausgemacht, dass wir erst ab Folge 15 müssen. Nee, da habe ich mich geirrt. Wenn wir... Das ist das Problem. Nee, das stand nochmal da drunter in den Regeln. Das habe ich übersehen. Ich mache es einfach mit Holz. Und was wir waren, wenn Folge zum Beispiel in Folge 8 kämpft, dann muss man wieder in Folge 13 kämpfen. Wir haben in Folge 6 gekämpft, jetzt müssen wir wieder in Folge 11 kämpfen. Ich will ja kämpfen, aber also mir ist egal. Wir können ja auch die Koordinaten sonst aufzeigen. Ja, mir ist egal. Ich hab Lust zu kämpfen. Okay. Ich war da hinten. Oh, ups, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verbraut. Das ist nicht gut gebrochen. Ah, da, jawohl, Glowstone. Also so viel brauchen wir jetzt nicht. Warte, ich zeig's gleich. Okay, ja, das reicht jetzt schon. Ich habe jetzt mal 22 Glowstone. Das reicht nice. Einfach. Alter. Ich geh schon wieder rein. Wird Zeit halt. Okay, noch kurz die Granaten. Schlaf ist toll. Okay, kommst du? Wir haben noch eine Minute. Ich würde es feiern, wenn wir jetzt noch die Tränke fertig bekommen. Das war nur. Und jeder von uns drei. Das ist schon mal etwas. Das ist schon mal echt geil. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob die von dem, wo wir jetzt die Melonen haben, ob die in ihrer Folge Melonen abgebaut haben oder nicht, weil ich habe sie nicht komplett angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass sie ihre Koordinaten aufgelegt haben. Schießbrühe haben wir nicht. Ja. Okay, dann kannst du direkt die Tränke raus. Guck mal nach. Hier schlägst du es dann aus. Okay. Habe ich Wenn Zucker? Ja, ich kann Zucker machen. Dann kann ich auch direkt noch Speed-Tränke machen, falls ich genug Zeit habe. Nimm die Tränke jetzt sofort raus. Das sind ja, es sind zwar keine Wurftränke, aber immer ein Treffer nix. Ja, nimm sie raus jetzt. Sind fertig? Ja. Ich will nach und mach den Glowstone Dust rein. Jetzt schon? Nein. Achso. Hä? Doch, ich hab den ja fertig. Ist schon vorgebaut. Ja. So wie Tütensuppen. Ja. Fertig so. Ah, alles klar. So. So. Okay. Mit dem Speedtank werde ich nicht mehr schaffen, aber naja. Wir müssen abbauen. Wir müssen auf jeden Fall noch den Zopf bauen. Ja. Die Kiste vielleicht auch, weil die könnte gesprengt werden. Also das Wichtigste rausnehmen. Altrang. Obwohl die Rose ist Gold, nicht so wichtig. Das. Pfeile. Pfeile. Die Melonen-Dinge. Da ist übrigens noch ein Sharpness 2 Schwert drin. Wo? Also ich hab's schon rausgenommen. Stark.
Ich hab jetzt schon alles raus. Alles Wichtige. Ja, okay. Passt zu. Hast du in den. Oh, gut, passt. Was war in den Öfen drin? Sand, ne? Ja. Nichts Besonderes. Mm, ja, okay. Ich weiß nicht genau alles, aber ob ich alles rausgenommen habe, aber egal. Da ist keine Kohlen mehr drin und wir haben eine richtig geile eigentlich Folge. Eigentlich wollte ich jetzt diese Folge kämpfen, aber niemand hat sich gemeldet oder niemand wollte kämpfen. Ja. Aber egal, dafür haben wir Tränke. Wir sind. Schauen wir mal, ob irgendjemand was in Comfy geschrieben hat. Gut equipped. Wir sind jetzt noch. Ja, was ist OP? Wir sind jetzt noch besser equipped. Und ja, die, wenn sie jetzt kämpfen wollen, haben sie auf jeden Fall verkackt. Hoffe ich. Ja, ist auf jeden Fall. Und ja. Dann würde ich sagen, falls euch die heutige Folge wieder gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Schaut auf jeden Fall beim Dinnerboy EP vorbei. Ohne EP. Ich vergesse es immer und immer wieder, Mann. Okay. Schaut auch beim MC Quark. Und ja, dann sagen wir noch tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit.